Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Du hörst wohl vor lauter Langeweile gar nicht mehr zu, hä? Entschuldigung, Adi. Was gibt's denn? Ich sagte, du hörst wohl vor lauter Langeweile gar nicht mehr zu. Gib mir mal eine Zigarette, ich habe meine in der Kabine vergessen. Ja, ja, bitte. Was ist denn los mit dir, Teuer? Du hockst hinter dem Steuerpult und glotzt auf die Skalen, als würdest du zum ersten Mal ein Weltraumschiff von innen sehen. Dabei haben wir alle 14 Jahre lang Zeit gehabt, es in- und auswendig kennenzulernen. Ja, ja. Vielleicht könntest du mir auch Feuer geben. Ach, jetzt hör doch endlich auf mit dem Geschwätz und lass mich für 5 Minuten in Frieden. Entschuldigung. Ich konnte ja nicht wissen, dass du mal wieder den Weltraumkoller hast. Hier, schluck das. Oder soll ich ein paar Minuten verschwinden? Bei mir wirkt Alleinsein immer am besten. Nein, bleib hier, Radi. Irgendwas stimmt mit den Geräten nicht. Aber wir haben doch alles kontrolliert. Den ganzen letzten Monat über. Aber irgendetwas ist trotzdem nicht in Ordnung. Da, guck dir das an. Das radioastronomische System ist völlig durcheinander. Aber keine Störanzeige. Man kann also den Defekt nicht mal lokalisieren. Ich habe die routinemäßige Ortsbestimmung des Infra gemacht und bei der einen Messung liegt das Infra hier, bei der anderen dort. Genauso weit auseinander wie Erde und Saturn. Da stimmt doch was nicht. Sowas soll unser Navigationsziel sein. Dafür bedanke ich mich. Wenn dieses Infra wenigstens leuchten würde, wie jeder normale Stern, dann könnte man mit dem Teleskop arbeiten oder mit einem Thermoelement. Aber ein schwarzer Stern? Seit 14 Jahren fliegen wir darauf zu und niemand hat dieses Infra je gesehen. Treu und brav verlassen wir uns auf die Radioastronomie und du siehst ja, was dabei rauskommt. Reg dich nicht auf, Tolja. Wir werden das Radioteleskop schon wieder hinkriegen. Irgendwo muss ja der Fehler liegen. Aber es gibt gar keinen Fehler. Ich werde doch noch ein Radioteleskop bedienen können. Dann mach die gleiche Messung nochmal. Bis morgen früh haben wir die Ergebnisse. Ich werde Charushin und deiner Frau sagen, sie sollen bei der Auswertung dabei sein. 8 Augen sehen mehr als 4. Gleich haben wir die Ergebnisse, Pavel Alexandrowitsch. Vielleicht haben Sie gestern doch nur einen Bedienungsfehler gemacht, Tolja. Das wäre aber das erste Mal. Unsere Geräte sind schließlich so nah und sicher, dass sogar ich damit umgehen kann. Aber Tolja, so hat es Pavel Alexandrowitsch doch gar nicht gemeint. Ich habe schon richtig verstanden. Ich bin ja auch nur ein Ingenieur. Und so alt kann ich gar nicht werden, dass ich hier einmal nicht mehr der Jüngste bin. Aber Tolja, seien Sie vernünftig. Sie können das Ding genauso gut bedienen wie ich, wie wir Laien das eben können. Mir geht's doch nur darum, dass wir ohne die Yul'dashevs auskommen. Ihre 4 Jahre Tiefschlaf stehen im Programm und wir können wegen einer Reparatur nicht das ganze Programm umwerfen. Es wird uns aber gar nichts anderes übrig bleiben. Komm, vielleicht war alles nur falscher Alarm. Ach, hör auf, Galia. Ich sage dir, es ist kein Bedienungsfehler. Ich habe alles vorschriftsmäßig gemacht. Dann liegt der Fehler eben bei dem Infra. Nein, Galia Warenzova. Auch die Infras müssen sich verhalten wie andere Sterne.
Sie sind ein paar tausend Grade kälter als andere Sterne und darum leuchten sie nicht. Aber sie haben genauso Masse und Geschwindigkeit wie alle anderen Sterne. Also ist ihr Platz im Raum auch genau fixiert, wie der jedes anderen Sternes. Sie können nicht einmal hier und einmal da sein. Also muss der Fehler bei uns liegen. Da kommen die Ergebnisse. Gib her. Ah, das ist genau das Gleiche wie gestern. Tatsächlich? Ja, zum Verrücktwerden. Diese Differenz hier, das ist unsere Bewegung. Rund 70 Millionen Kilometer in 24 Stunden. Und das ist die Eigenbewegung des Infras. Und hier ist die Kontrollmessung. In ein paar Minuten hat das Infra einen Sprung über ein paar Bogen gerade gemacht und sich um ein paar Milliarden Kilometer von uns entfernt. Aber das ist doch unmöglich. Wir haben die Anlage Element für Element geprüft. Man könnte allenfalls eine Vergleichsmessung mit der Sonne versuchen. Ach, das würde doch fast 2 Wochen dauern. Wir sind schließlich rund 7 Lichttage von der Sonne entfernt, falls ihr das vergessen habt. Und bei der Entfernung wären die Resultate so ungenau, dass sie uns auch nicht weiterhelfen würden. Es bleibt uns also vorerst nichts anderes übrig, als weiter zu fliegen. Mit untauglichen Messgeräten? Ich würde sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als umzukehren. Mit diesen Messgeräten sind wir absolut blind. 130 Milliarden Kilometer entfernt, irgendwo im Weltraum. Entweder unsere Instrumente sind ausgefallen, dann ist es Leichtsinn, weiterzufliegen. Oder das Infra hat Eigenschaften, die der Wissenschaft völlig unbekannt sind. Dann ist es eben solcher Leichtsinn, nicht umzukehren. Könnte es nicht sein, dass sich die Radiowellen bei der Reflexion am Infra irgendwie verzögern? Bei der einen Messung und bei der anderen nicht? Das ist doch physikalisch unmöglich, Galle Valenzova. So viel verstehe ich davon. Bis unsere optischen und thermischen Geräte ansprechen, müssen wir eben noch ein paar Monate warten. Was denn? Ein paar Monate ins Ungewisse fliegen? Zu einem Stern, von dem wir nicht einmal wissen, wo er sich befindet? Nein, nein, es gibt nur eine vernünftige Konsequenz. Kehren wir um. Wir haben in den 14 Jahren Weltraumflug so viele Daten gesammelt, dass sich die Expedition auf jeden Fall gelohnt hat. Wir haben das erste Raumschiff außerhalb des Sonnensystems gebracht. Wir bringen die ersten exakten Daten über den Weltraum. Wir haben Tausende von Entfernungsangaben korrigieren können. Die Astronomie wird zum ersten Mal genaue Sternkataloge besitzen. Und Gaia hat so viel medizinisches Material gesammelt, dass... Mit uns als Versuchskaninchen, ja, ja. Und ich könnte außerdem eine Psychologie des Weltraumflugs verfassen. Die Versuchsbedingungen waren schließlich ideal. 6 Menschen jahrzehntelang in einem Raumschiff eingesperrt. Ich glaube, mein Mann hat recht. Wir sollten umkehren. Bis wir wieder auf der Erde sind, na... Ich möchte da noch ein paar Jährchen in Ruhe leben. Ich nehme nicht an, dass Sie sich zu dieser Expedition gemeldet haben, um das Leben einer Diva zu führen. Sie wissen genauso gut wie ich, Pavel Alexandrowitsch, dass ich vor allem meines Mannes wegen mitgeflogen bin. Ich wollte nicht nach 3 Jahrzehnten einem völlig Fremden gegenüberstehen. Darum bin ich hier. Aber nicht, um mein Leben für die Wissenschaft zu opfern. Hören Sie zu, Pavel Alexandrowitsch. Als wir abflogen, war ein 50 Dutzend Infras entdeckt. Das Infra im Sternbild des Drachen, zu dem wir fliegen, war das nächste. Aber vielleicht sind inzwischen Infras entdeckt worden, die viel näher sind, die in viel kürzerer Zeit erreicht werden könnten. Die Wissenschaft, die kommt auch ohne unsere Expedition aus. So, darf ich jetzt auch mal was sagen? Vor 20 Jahren war die Raumforschung an einem toten Punkt angelangt. Das Planetensystem der Sonne war erforscht und die nächsten bekannten Sterne waren mehr als 4 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir werden sie in den nächsten Jahrhunderten nie erreichen. Das Zeitalter der kosmischen Entdeckungen war scheinbar zu Ende. Ist schließlich ein kluger junger Mann, der 9-mal kluge Radi und sein Nesthäkchen... Stalja darf ich ausreden. Aber Sie hatten schon recht. Bis ein junger Mann die Idee hatte, dass auch der Raum zwischen dem Sonnensystem und den nächsten Fixsternen nicht ganz leer zu sein brauchte. Dass es da Sterne geben könnte, die optisch nicht erfassbar sind. Ja, das war so ein Augenblicksanfall, Pavel Alexandrowitsch. Aber eigentlich haben Sie mich draufgebracht. Sie sprachen immer davon, dass das Sonnensystem entdeckt und dass die nächsten Sterne in unerreichbarer Ferne liegen. Aber was Sie nicht sagten, das war, es gibt nichts mehr zu entdecken. Und dann kam ich auf die Idee, dass es vielleicht in der Nähe des Sonnensystems unentdeckte Sterne geben könnte. Sterne, die nicht glühen, die man einfach nicht sehen kann, weil sie nur Infrarotstrahlungen aussenden. Und dann wurden die Infras entdeckt und Hals über Kopf machten wir uns in Richtung Infra des Drachen auf den Weg. Genau so ist es. Ich bekam noch einmal Gelegenheit, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und glauben Sie, ich habe Lust, kurz vor dem Ziel umzukehren?
Ich bin 78 und für mich ist die Rückkehr auf die Erde nicht mehr das Entscheidende. Aber meine letzte Entdeckungsreise wird kein Misserfolg sein. Euch mag es genügen, Sternkataloge zu korrigieren. Aber ich bin kein Wissenschaftler und kein Techniker. Das wissen wir. Sie sind Weltraumkapitän Pavel Alexandrowitsch Charushin, Teilnehmer des ersten Raumfluges zur Venus, Kommandeur der ersten Expedition zu den Jupiter-Trabanten, der ersten Saturn-Expedition, was weiß ich noch alles. Aber ist das ein Grund, uns hier unnötig in Gefahr zu bringen? Geben Sie den Befehl zur Umkehr. Nein. Die Moskau 1 bleibt auf altem Kurs. Aber wir werden Rachim und Aisha wecken. So wie der Fall jetzt liegt, ist es keine Schande, die Spezialisten zu Hilfe zu holen. Auch wenn das Programm dadurch geändert wird. Beginnen Sie mit den Vorbereitungen, Galja. Ich fühle mich wie neugeboren. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Rachim. Ja, ich möchte aufspringen, mich an die Arbeit machen. Ich platze vor Energie. Was ist denn in den 4 Jahren geschehen? Sie sollen ruhig liegen bleiben. Sie müssten teuer bezahlen, wenn ich Sie jetzt einfach laufen lasse. In ein paar Stunden hätten Sie einen Herzkollaps. Habt ihr Aisha schon geweckt? Wir sind dabei. Jetzt erzählen Sie doch. Was hat es gegeben in den 4 Jahren? Haben wir neue Daten über das Infra? Wie viele Kilometer sind es noch? Aber so gedulden Sie sich doch, Rachim. Ich habe keine Lust, Ihnen in Ihrem jetzigen Zustand gleich Beruhigungsmittel zu spritzen. Bewegen Sie bitte die Hände. Ein bisschen schwach fühlt man sich doch. Na, kein Wunder eigentlich nach 4 Jahren Tiefschlaf bei 2 Grad. Der Puls müsste gleich wieder normal sein. Jetzt die Arme bitte. Ja. Ganz langsam. Im Übrigen sind die 4 Jahre ziemlich planmäßig verlaufen. Pavel Charushin wird Ihnen den genauen Bericht geben. Wie geht es ihm denn? So, und jetzt den Oberkörper bitte aufrichten. Ja. Ach, er ist immer noch der Alte. Der einzige Anschein, in dem die 14 Jahre Weltraumflug nichts anhaben. Und Radi Blochin? Immer noch der Benjamin der Mannschaft? Verzichtet immer noch heldenhaft auf psychochemische Mittel? Er schon. Nur Tolja macht mir manchmal Sorgen. So. Gehen Sie bitte mal in der Kabine auf und ab. Naja, die 3,5 Meter, die werde ich wohl noch schaffen. Na? Ach, ja, das tut gut. Scheint ja alles in Ordnung zu sein bei Ihnen. Legen Sie sich noch eine halbe Stunde wieder hin und dann können Sie sich beim Chef melden. Jetzt ist die Mannschaft ja gleich wieder vollzählig. Nehmen Sie Platz, Rachim. Ja, danke. Haben Sie gut geschlafen? Entschuldigung, immer die gleichen faulen Witze. Aber wirklich, Sie sehen blendend aus. Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ah, da kommt Aisha. Wir haben uns schon gesehen. Guten Tag, Aisha Yuldasheva. Guten Tag, Pavel Alexandrowitsch. Das ist immer wieder ein komisches Gefühl. Gestern hat man sich noch gesehen. Und trotzdem sind seit gestern 4 Jahre vergangen. Ja, aber eine schöne Schlamperei scheint hier eingerissen zu sein. Was ist los? Warum geht's denn? Ich sage eben, eine schöne Schlamperei scheint bei euch eingerissen zu sein. Aber wieso denn? Ist doch alles ordentlich. Na und da, der Kalender. Ich bin im Februar 2045 eingeschläfert worden. Also haben wir jetzt Februar 2049. Euer Kalender zeigt aber noch das Datum vom 20. November 2048. Ihr könntet ihn mal wieder auf den richtigen Stand bringen. Wenn es hier oben schon keinen Tag und keine Nacht gibt, dann will ich es wenigstens auf der Uhr sehen. Und die Jahreszeiten, die will ich wenigstens auf dem Kalender erkennen können. Ja, Rachim, Sie täuschen sich leider. Wir haben wirklich erst November 2048. Wir mussten Sie und Ihre Frau ein paar Monate früher wecken. Aber warum denn das? War die Anlage gestört? Nein, wir haben Ärger mit dem Radioteleskop. Wir bekommen seit einiger Zeit vom Infra Daten, die sich völlig widersprechen. Hier sind die Unterlagen. Danke. Radi und ich haben inzwischen die ganze Anlage auseinandergenommen. Aber wir können keinen Fehler entdecken. Die Buchführung über die Messdaten ist perfekt. Galia Barenzo, wer meinte, eine Verzögerung der Radiowellen? Nein, es ist völlig überflüssig, die Naturgesetze umzustoßen. Aha, dann liegt der Fehler also wieder einmal bei mir. Mhm. Darauf habe ich gerade gewartet. Und wieso bei Ihnen, Tolja? Naja, irgendwo muss der Fehler doch liegen. Ich sehe keinen Fehler. Sie haben richtig gemessen und richtig ausgewertet.
Und das Infra verhält sich auch völlig normal. Das heißt die Infras. Wieso die Infras? Ja, offensichtlich ist das Infra ein Doppelstern. Was würdest du sagen, Aisha? Ja, es sieht ganz so aus. Dann fliegen wir also auf einen Doppelstern zu. Aber das ist doch völlig unmöglich. Soweit sollte die Radioteleskopie entwickelt sein, dass sie von der Erde aus feststellen kann, ob da ein oder zwei Sterne sind. Es war eine Verantwortungslosigkeit, uns mit so ungenügenden Daten auf die Reise zu schicken. Zu der wir uns schließlich freiwillig gemeldet haben. Vergesst das nicht. Ja, das bereue ich auch bitter. Mir wird die ganze Sache immer fragwürdiger hier oben. Na, also bis jetzt ist ja Ihr Leben noch nicht in Gefahr. Das kann schneller kommen, als Sie denken. Und außerdem, ich rede nicht von meinem Leben. Ich meine den Sinn des ganzen Unternehmens. Aber so ist das. Bahnberechnungen für das Infra waren nur provisorisch. Keine 2 Jahre lang wurde das Infra verfolgt und schon muss eine Expedition aufbrechen. Nur damit unsere ruhmreiche Nation die erste Entdeckungsreise außerhalb des Sonnensystems unternimmt. 10 Jahre später wäre dazu vielleicht keine Gelegenheit mehr gewesen. Das Infra muss ja nicht unbedingt immer so nah bei unserem Sonnensystem bleiben. Und wenn wir es jetzt mit einem Doppelstern zu tun haben, dann werden die Bahnverhältnisse noch komplizierter. So viel weiß ich auch als Medizinerin. Also bitteschön, wohin sollen wir fliegen? Hier rechts zum einen Infra oder hier links zum anderen? Seien Sie nicht so albern, Tolja. Uns wäre eine Expedition, die programmmäßig verläuft, auch lieber. Daran kann man aber zweifeln. Ich habe den Eindruck, manche sind hier direkt scharf darauf, sich in Abenteuer und Risiken zu stürzen. Sie haben im Übrigen ganz recht, Tolja. Für ein Infra müssen wir uns entscheiden. Was würden Sie sagen, Rahim? Chef. Ja, hier, dieses Infra, nennen wir es Infra A. Und das ist uns näher. Für das nächste Jahr wenigstens oder die nächsten 8, 9 Monate. Wie es danach aussieht, kann ich im Augenblick auch nicht sagen. Wir werden versuchen, die Bahn zu berechnen. Ich nehme an, die beiden Sterne werden sich umeinander bewegen. Sie nehmen an? Aha. Und auf so vage Vermutungen hin sollen wir das Infra A anfliegen? Wir werden eben von Fall zu Fall die Bahn korrigieren müssen. Und jede Bahnkorrektur kostet uns Treibstoff und verzögert unsere Rückkehr. Das müssen wir auf uns nehmen. Auf jeden Fall fliegen wir weiter. Das war die dritte Bahnkorrektur. Es wird nicht die letzte bleiben. Ein Radioteleskop ist schließlich nicht als Orientierungshilfe gedacht. Ja, aber irgendwann muss dieser verteufelte Stern doch auch im Teleskop auftauchen. Tja, mir sind die herkömmlichen Instrumente auch die sympathischsten. Und als was soll das Infra im Teleskop auftauchen? Als schwarze Scheibe. Zuerst als ein schwarzer Fleck. Ganz so unbekannt waren die Infras nämlich in der Astronomie nicht, das Prinzip wenigstens. Man kannte schwarze Nebel. Das hat mich schließlich damals auf die schwarzen Sterne gebracht. Wenn es schwarze Nebel gibt, Nebel, die nicht leuchten, warum sollte es da nicht auch schwarze Sterne geben? Schwarze Sterne. Ich finde die Vorstellung immer noch faszinierend. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus schon. Nein, Rahim. Die Wissenschaft kam für mich eigentlich immer erst in zweiter Linie. Ich habe mein ganzes Leben für die Erforschung des Sonnensystems drangegeben. Aber nicht, um Gesteinsproben zu sammeln oder um chemische Analysen zu machen. Ich habe immer geglaubt, irgendwo würden wir Leben finden. Vernünftige Wesen, die uns verwandt sind. Aber dann war das Sonnensystem erkundet. Wir hatten kein Leben gefunden. Und jetzt haben Sie Ihre Hoffnung auf das Infra gesetzt? Ja, das habe ich. Aber ein schwarzer Stern, das heißt ein toter Stern. Meinen Sie? Die Oberflächentemperatur beträgt 10 Grad plus. Und die Wärme kommt aus dem Innern des Sterns. Eine verkehrte Welt. Ich finde den Gedanken gar nicht so komisch. Auch auf der Erde gibt es Leben ohne Licht. In Höhlen oder in den Tiefen des Meeres. Was, und dafür geben Sie Ihren Lebensabend? Um vielleicht Einzeller zu finden? Wenn einfaches Leben ohne Licht möglich ist, warum nicht auch höheres? Die Natur wäre eine schlechte Erfinderin, wenn sie nicht auch im Dunkeln Vernunft schaffen könnte. Sie sollten sich keine zu großen Hoffnungen machen. Hier, Tolja. Wir haben das Infra im Teleskop.
Zuerst war es nur ein Punkt. Und jetzt ist es schon eine richtige Scheibe geworden. Eine nachtschwarze Schale. Du bist ja direkt poetisch heute, Galia. Ganz im Gegenteil. So langsam fange ich an, das Infra als Realität anzusehen. Bis jetzt war das für mich im Grunde nur eine wissenschaftliche Hypothese. Gib doch mal das Bild auf den Bildschirm. Ja, das ist schon ein gespenstischer Anblick. Und da sollen wir landen? Deswegen sind wir ja anderthalb Jahrzehnte unterwegs. Dass die Infras schwarz sind, war schließlich das Einzige, was wir genau wussten. Oder hast du Licht erwartet? Also. Hoffentlich stimmt das mit der Wärmeabstrahlung. Sonst haben wir die Infrarotausrüstung umsonst gepflegt. Und Charogin sein Arsenal von Infrarot, Blinkzeichen und Laternen. Das ist nicht mal das Schlimmste. Ich finde die kosmischen Verständigungshilfen von der Raumstiftung viel absurder. Reliefalphabete und Würfel und was weiß ich alles. Na, jedenfalls, ich glaube nicht an den ganzen Unfug. Leben auf einem toten Stern. Tod ist übertrieben. Die Oberflächentemperatur ist schließlich... Ich weiß. 10 Grad plus. Aber das ist auch so eine Angabe der Weltraumbehörde. Zu deren Forschungsergebnissen habe ich das Vertrauen verloren seit der Geschichte mit dem Radioteleskop. Warten nur noch ein paar Wochen ab, bis unsere Thermozelle anspricht. Na endlich. Was gibt's denn? Sie spricht an. Es war aber auch höchste Zeit, nach 100 oder 1000 Versuchen. Stimmen die 10 Grad plus wenigstens? Sei zufrieden, Tolja, dass die Thermozelle überhaupt arbeitet. Bei dieser Expedition, da läuft doch nicht so, wie es soll. Das stimmt. Mir ist es im Übrigen gleichgültig, ob dort 10 Grad herrschen oder 9 oder 11. Das ist doch nur... Was würden Sie zu -6 oder -7 Grad sagen? Wieso -6 oder -7 Grad? Das ist das Messergebnis. Dann messen Sie eben noch einmal. Das gleiche Spiel wie mit dem Radioteleskop? Das Ergebnis ist schon richtig. Vielleicht eine plötzliche Temperaturänderung auf dem Infra. Das halte ich für ausgeschlossen. 16 Grad Temperaturabfall, das bedeutet schon eine kleine kosmische Katastrophe. Wir sollten, glaube ich, Pavel Chaurushin verständigen. Hier, Tolja. Ja, Isha. Schicken Sie doch bitte Pavel Alexandrowitsch in die Zentrale. Ja, was gibt's denn? Habt ihr die ersten Infrawesen gesichtet? Das nicht, aber schicken Sie ihn trotzdem rüber. In Ordnung. Ihn wird es ganz schön treffen. Na, wissen Sie, Galia, ich finde eigentlich, Charushin hätte noch einen Erfolg verdient. Da ist er. Ihr habt mich gerufen. Ich fürchte, Pavel Alexandrowitsch, unsere Temperaturangaben waren die ganze Zeit über ungenau. Hier sind die ersten direkten Messungen. Zwischen -6 und -7 Grad. Das heißt? Fels oder nackte Steinwüste. Und keine Chance für die Entwicklung von Leben. Wir sollten nicht voreilig sein. Haben Sie die Spektralanalyse schon? Ich bin dabei. Die Atmosphäre ist vermutlich ein Gemisch aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Kohlensäure. Für die Oberfläche habe ich nur H2O. Das heißt Wasser? Nein, das heißt leider Eis. Bei -6 Grad. Aber das will noch nichts besagen. Wir haben schließlich nur einen Teil der Oberfläche erfasst. Warten wir ab, bis wir in die Umlaufbahn eingeschwenkt sind. Ich habe mir eine Expedition ins Weltall doch anders vorgestellt. So. Stundenlang von dem Bildschirm hocken und Eisschollen betrachten. Was soll das überhaupt? Eine Woche lang kreisen wir über dem Infra und betrachten die Bilder, die die Aufklärungsrakete hochfunkt. Da hätte ich auch einen Ausflug zum Südpol machen können. Dieses ewige Stillsitz macht einen ja ganz verrückt. Warum landen wir eigentlich nicht endlich? Da musst du schon Charushin fragen, erster Kapitän. Das werde ich auch tun. Hier, Radi Blochin. Ja, was ist denn? Pavel Alexandrowitsch, warum landen wir eigentlich nicht endlich? Sie haben genauso gut wie ich gesehen, dass es Eisfelder gibt, die relativ eben sind. Über hunderte von Kilometern. Radi, wir haben eine Woche lang nach Flächen gesucht, die nicht vom Eis bedeckt sind. Inzwischen wissen wir, dass das ganze Infra von Eis bedeckt ist. Eine Eisschicht von hunderten von Kilometern. Und Sie wissen ganz genauso gut wie ich, dass unser Raumschiff nur zur Landung auf festem Boden eingerichtet ist. Und wenn wir heil runterkämen, starten könnten wir von dort unten nie. Wir müssen eben sehen, dass wir von hier oben möglichst viele Ergebnisse sammeln. Entschuldigen Sie die Störung. Kommen Sie bitte nachher in die Zentrale. Ich möchte die ganze Mannschaft beisammen haben.
Möchte wissen, was er vorhat. Er wird an den Rückflug denken. Daran zweifle ich. Ich habe Sie alle zusammengerufen, weil wir vor einer Situation stehen, die niemand vorhergesehen hat. Wir sind 14 Jahre durch das Weltall gereist, um das Infra des Drachen zu erforschen. Sie wissen alle, was geschehen ist. Das Infra ist ein Doppelstern und wir haben durch Bahnkorrekturen eine Menge Treibstoff verloren. Die Temperaturangaben, die wir hatten, waren falsch. Das Infra A ist eine Eiswüste. Eine Landung wäre Selbstmord. Also fliegen wir zurück. Wir haben eine Landung und einen Start gespart. Wir können unsere Rückfluggeschwindigkeit also beträchtlich erhöhen. Ja, eine Überschlagsrechnung. Wenn ich die Verluste durch die Bahnkorrekturen abziehe, wir könnten 3,5 bis 4 Jahre früher zurück sein als im Programm vorgesehen. Schöne Überraschung für die da unten. Was heißt hier schöne Überraschung? Wir wären nicht das erste Raumschiff, das früher zurückkommt. Ja, früher zurückkommt? Bei uns wird es wohl ein bisschen mehr sein. Wir konnten unseren Auftrag nicht erfüllen. Aber das ist nicht unsere Schuld. Wir haben die Reise nicht programmiert. Und ich will diesen verpatzten Auftrag möglichst schnell hinter mich bringen. Sollen wir 3 Jahre im Weltraum herumfliegen, nur damit der Plan eingehalten wird? Das werden wir tun, Galia Varenzova. Wir werden den Plan einhalten. Ich protestiere. Ich weigere mich, das Schiff in andere Richtung als in Richtung Erde zu steuern. Ich bin Kapitän und ich gebe Befehle. Aber mein Mann braucht sie nicht auszuführen, wenn die Befehle irrsinnig sind. Darf ich etwas sagen, Pavel Alexandrowitsch? Bitte. Wenn Sie nur das Programm einhalten wollen, dann verstehe ich Sie nicht mehr. Das wäre wirklich Irrsinn. Es ist Irrsinn. Charushin will nicht einsehen, dass die Reise ein Misserfolg war. Sie wird kein Misserfolg werden, das schwöre ich euch. Wir hatten uns entschlossen, Infra A anzufliegen, weil Infra A uns näher war. Das war der einzige Grund. Wir werden also jetzt Infra B anfliegen. Sie sind wahnsinnig geworden. Wissen Sie, was das heißt? Eine Eiswüste reicht Ihnen wohl nicht. Es ist noch gar nicht ausgemacht, dass auch auf Infra B die Temperatur unter 0 Grad ist. Fischer, reden Sie ihm den Unsinn aus. Sie sind Astronomin. Tja, in gewissem Sinne hat Charushin recht. Vielleicht ist das Ganze gar kein Rechenfehler mit den 10 Grad. Schließlich konnten die Leute, die das rausgebracht haben, ja nicht ahnen, dass das Infra ein Doppelstern ist. Vielleicht stimmen ihre 10 Grad, weil es ein Mittelwert ist. Na, überleg doch mal. Infra A hat -6 Grad. Die Temperatur von Infra B läge dann erheblich über 0. Das beweisen Sie mir erst einmal. Das ist eine vage Vermutung. Und wenn es so wäre, Infra B ist viel kleiner als Infra A. Die Temperatur müsste also sehr viel höher sein. Und dann können wir genauso wenig landen. Die nächste Expedition in 30 Jahren kann eine Spezialausrüstung haben. Nein, 30 Jahren, das ist mir zu spät. Ich bin ein alter Mann. Entschuldigen Sie die Deutlichkeit, aber das merkt man, dieser Starrsinn. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Unsere Rückkehr wird sich ja nicht um eine Ewigkeit verzögern. Verzögern nennen Sie das? Ich habe keine Lust, mein ganzes Leben in einem Raumschiff zu verbringen. Das hat niemand von uns. Anscheinend doch. Sie sind wohl auch versessen darauf, dieses Infra B anzufliegen. Fürchten Sie für Ihre Karriere, Rachim? Nein. Aber um ehrlich zu sein, mich reizt das Infra B. Ja, können Sie das nicht verstehen? Ich bin schließlich Wissenschaftler. Wissenschaftler? Ich habe auch wissenschaftliche Arbeit erwartet, aber kein Herumzieher in einem Weltall. Darf ich Ihnen vorrechnen, was es bedeutet, Infra B anzufliegen? Aber das weiß ich. Es bedeutet, dass wir von hier zum Infra B im Schneckentempo kriechen müssen, um Treibstoff zu sparen. 2 Jahre wird das dauern. Und unsere Rückfluggeschwindigkeit zur Erde wird auch reduziert. Das sind noch einmal 2 Jahre. Genug! Ich werde Sie nicht zwingen. Das war aber auch Zeit, dass Sie das einsehen. Einen Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Wir werden abstimmen. Nicht, weil ich mich Ihnen beuge, sondern weil ich weiß, was 4 Lebensjahre bedeuten können. Bei Stimmengleichheit entscheidet meine Stimme als die des Kapitäns. Also, Rachim Yuldaschew. Ja, wir fliegen zum Infra B. Tolla Varenzov. Wir kehren zurück. Galia Varenzova. Zurück. Aisha Yuldasheva. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich... Mein Gott. Entscheiden Sie sich. Rachim, sei mir nicht böse. Ich will nach Hause. Aisha. Radi Blochin. Bei dir liegt die Entscheidung, Radi. Sei vernünftig. Vielleicht ist es unvernünftig. Aber ich bin dafür, weiter zu fliegen. Meine Meinung kennen Sie. Wir fliegen weiter. Also, nach dem Ausschwenken aus der Umlaufbahn werden 4 von uns in Tiefschlaf versetzt. Wir müssen auch an die Nahrungsvorräte denken.
Infra B. Eine schwarze Scheibe wie Infra A. Aber Aishas Überlegung war anscheinend richtig. Die Temperatur liegt wirklich über 0 Grad. 2 Jahre ist das her, unsere Abstimmung. Hm. Und mir ist es, als ob es gestern gewesen wäre. Nur Chaurushin und Radi Blochin wird die Zeit lang geworden sein. Aber teuflisch ist der Tiefschlaf doch. Wir fühlen uns jünger, als wir sind. Solange es der Wissenschaft nicht gelingt, das Altern während des Schlafs auszuschalten. Immer noch besser, als sich jahrelang mit Psychochemie bei Laune zu halten. Chaurushin hat die 2 Jahre sicher dazu benutzt, sich die Infrabewohner auszumalen. Temperatur stimmt ja diesmal. Na, wart ab, bis die Aufklärungsrakete unten ist. Infrabewohner im Stockdunkeln. Aufklärungsrakete hat 40.000 Fuß. Geräte arbeiten einwandfrei. Temperatur etwas über 19 Grad. Da, was ihr da auf dem Bildschirm seht, das sind keine Störungen. Das ist Wetterleuchten. 30.000 Fuß. Temperatur 21 Grad. Da, sehen Sie doch. Ja, ich sehe genau, das sind Blitze. Dass wir kein Mikrofon in der Rakete haben, der Donner würde mir wie Musik in den Ohren klingen. 20.000 Fuß. Jetzt scheint die Rakete... Das sind Wolken. Eine Wolkendecke. Ja, an sich müsste die Atmosphäre ja stockdunkel sein, aber da ist anscheinend ein ständiges elektronisches Feuerwerk. Lufttemperatur bleibt bei 24 Grad. Ja, laufen Blitze und Entladungen. 5.000 Fuß. Da, war das nicht die Oberfläche? Schon vorbei. Ein Wolkenloch vermutlich. 3.000 Fuß. Jetzt sieht man wieder etwas. Das ist doch das. Da. Aus mit der weichen Landung. 1.000 Fuß. Sieht aus wie Wasser. Das sieht nicht nur so aus. Wir haben uns ausgerechnet ein Gewässer als Landeplatz ausgesucht. Aber wer denkt doch an sowas? Ja, Wasser spricht der Landemechanismus nicht an. Da! Wellen! Offenbar starker Wind. Wenn sie das Eintauchen übersteht, bekommen wir vielleicht Unterwasseraufnahmen. Gleich ist es soweit. Steile, schräge Wellen. Ja, das sind Unterwasseraufnahmen. Sie ist eingetaucht. Wassertemperaturen 25 Grad. Da! Aus. Ich habe keine Verbindung mehr. Sie war schlagartig unterbrochen. Aber das verstehe ich nicht. Alle Bordinstrumente haben einwandfrei gearbeitet. Ja, aber die Sonde war doch nicht für Unterwassereinsatz gebaut. Aber zuerst hat sie doch funktioniert. Also, dass die Verbindung so abrupt unterbrochen wurde... Das verstehe ich nicht. Nicht die geringste Störung vorher. Wir werden die zweite Sonde um das Infra kreisen lassen. Die ganze Oberfläche aufnehmen und dann einen vernünftigen Landeplatz suchen. Wasser. 42 Grad östlicher Länge und 81 bis 82 Grad nördlicher Breite. Wasser. Nichts als Wasser. Es ist zum Verrücktwerden. Die Oberfläche der Erde besteht auch zum größten Teil aus Wasser. Hier, Chaurushin. Habt ihr etwas entdeckt? Nichts als Wasser. Und die Polkappen? Die Rakete ist genau in der Richtung, zum nördlichen Pol. Gleich werden wir die Daten haben. Verständig mich bitte sofort, falls ihr etwas findet. Selbstverständlich, Pavel Alexandrowitsch. Der hält es auch keine Minute aus, ohne sich nach Neuigkeiten zu erkundigen. Und bis wir keine Erklärung dafür gefunden haben, warum unsere erste Aufklärungssonde ausgefallen ist, tja, da kann er natürlich spekulieren. Eine Welt unter Wasser. Irgendwelche Abwehrgeräte, die Rakete vernichtet haben, was weiß ich. Lass ihm seine Hoffnung. Er ist der Einzige von uns... Da! Auf dem Bildschirm! Was war das? Jetzt ist es weg. Ich hab's auch gesehen. Das sah aus wie eine Klippe, wie überspültes Land. 2 oder 3 Minuten südlich des Pols. Aisha soll sofort die Aufzeichnung noch einmal ansehen. Die Daten an Rachim geben, dass er die Sonde noch einmal dahin lenkt. Aisha Yuldasheva, sehen Sie sich doch gleich die Aufzeichnung 1738 und 1739 noch einmal an. Habt ihr etwas entdeckt? Entdeckt ist zu viel gesagt. Kann auch eine Bildstörung gewesen sein. Oder eine tiefhängende Wolke. Und geben Sie die Koordinaten an Rachim. Er soll die Sonde zurückschicken. In einer Minute haben wir sie wieder über der Stelle. Aisha sagt, ihr habt etwas entdeckt. Ja, möglicherweise eine Untiefe. Hier in dieser Gegend muss es gewesen sein. Warten Sie gleich. Ich kann nichts sehen. Ich hab die Stelle. Bitte auf Bildschirm 3. Da,
Warten Sie, Pavel Charushin. Gleich muss es kommen. Da rechts außen. Und jetzt zur Mitte hin. Tatsächlich. Schade, dass die Aufnahmen nicht genauer sind. Könnte eine Untiefe sein. Aber dann hätten wir sie auch beim zweiten Überfliegen der Stelle gesehen. Aber was soll es sonst gewesen sein? Aisha, bitte den gleichen Ausschnitt noch einmal. Ja, in Ordnung. Die Form ist fast ganz regelmäßig, sehen Sie? Eine Bildstörung ist das, glaube ich, nicht. Diese Form, meinen Sie nicht, es könnte etwas gewesen sein, das von vernünftigen Wesen hergestellt wurde? Ach, Sie glauben an... Nein, kein Unterseeboot, aber irgendetwas Vergleichbares. Ach, das ist mir zu fantastisch. Und dazu war die Form nicht regelmäßig genug. Gebt mir eine bessere Erklärung. Der plötzliche Ausfall unserer ersten Rakete und jetzt das hier, beides mal knapp unter der Wasseroberfläche. Wir werden morgen die Stelle noch einmal überfliegen. Vorerst setzen wir die Aufnahme der Oberfläche fort. Pavel Charushin, es ist soweit. Jeder Punkt der Oberfläche des Infras ist von der Infrarotkamera zweimal aufgenommen worden. Keine Insel, kein Vulkankegel, keine Eiskappe. Wir haben das Magnetfeld bestimmt. Wir haben eine genaue Masse- und Schwerkraftbestimmung. Wir haben eine genaue Analyse der Atmosphäre und der obersten Schicht des Wassers. Wir haben auch... Ich weiß. Wir haben ein wissenschaftlich exaktes Bild aus 1000 Kilometer Höhe. Aber ich habe nicht das Gefühl, wirklich einen fremden Stern entdeckt zu haben. Auf der Fernsehscheibe sieht, glaube ich, das ganze Weltall gleich aus. Eine Landung ist unmöglich, Pavel Alexandrowitsch. Das wissen Sie. Tja, wir sind nicht hinter das Geheimnis des Infras gekommen. Ja, aber wir haben Hunderttausende von Daten. Daten? Das Geheimnis des Infras lässt sich nicht in Daten fassen. Sehen Sie, da ist eine Welt, die die Wärme aus dem Innern des Sterns empfängt. Dort unten irgendwo muss das Geheimnis liegen. Nicht in der Atmosphäre oder an der Oberfläche. In den Tiefen des Meeres. Ja, ich verstehe Sie gut, aber glauben Sie mir, es gibt keine Möglichkeit, hinunterzukommen. Ich habe lang genug darüber nachgedacht. Unser Auftrag ist erfüllt. Nein, noch nicht. Aber ich kann die Moskau 1 nicht in ein Wasserflugzeug verwandeln. Und unseren Raumgleiter? Der hilft uns auch nicht weiter. Wieso nicht? Na, er würde natürlich ganz normal auf das Infra niedergehen, aber die Daten, die er uns übermitteln könnte, die haben wir durch die Aufklärungssonde. Wir wären auf dem Rückflug allenfalls um ein paar hundert Kilogramm leichter. Und es gibt wirklich keine Möglichkeit, den Raumgleiter wieder zum Raumschiff zurückzusteuern? Absolut keine. Er war nur dazu gedacht, dass ein Besatzungsmitglied mit ihm hinuntergeht, um den Landeplatz für die Moskau 1 zu bestimmen und vorzubereiten. Aber der Gleiter käme sicher bis auf die Oberfläche hinunter. Ja, warum nicht? Und im Wasser? Was soll die Frage? Nun, ich frage, wie sich der Raumgleiter im Wasser verhält. Das ist schwer zu sagen. Ich nehme an, er wird in Spiralbewegungen nach unten gehen. Danke, Rachim, für die Auskünfte. Würden Sie wohl für 20 Uhr die Mannschaft in die Zentrale bitten? Diesmal wird es wenigstens keine Abstimmung geben. Das war damals vielleicht nicht das schlechteste Verfahren. Ja, aber irgendwie ist es für Charushin doch eine Niederlage geworden. Er hat sein Ziel nicht erreicht. Ja, mir tut er leid, trotz allem. Und der wird als Einziger während des ganzen Rückfluges Dienst tun müssen. Er verträgt den Tiefschlaf nicht mehr. Da kommt er. Tja, ich habe Sie hierher gebeten, um... Nun, Sie wissen, dass unsere Expedition bis jetzt nicht ganz erfolgreich war. Mir war sie erfolgreich genug. Wir haben eine Unzahl Rekorde gebrochen. Wir haben wissenschaftliches Material, das die Forschung jahrzehntelang beschäftigen wird. Und wir haben darüber hinaus... Das sagte mir Rachim heute Nachmittag schon. Aber wir haben unsere Aufgabe doch noch nicht ganz erfüllt. Doch, das haben wir. Und das Nächste, was wir tun, ist aus der Umlaufbahn schwenken und Kurs auf die Erde nehmen. Ich kann nicht mehr. Galja hat recht, Pavel Alexandrowitsch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Doch, es gibt eine. Einer von uns wird im Raumgleiter auf das Infra hinuntergehen. Sind Sie wahnsinnig? Aber das ist ein Todesurteil. Ich habe Ihnen gesagt, dass es keine Möglichkeit gibt, mit dem Raumgleiter wieder zum Raumschiff hochzukommen.
Daran dachte ich auch nicht bei meinem Plan. Pavel Alexandrowitsch Tscharuschin, wir werden Ihnen die Kommandogewalt entziehen. Kalja, gib ihm etwas, damit er wieder Vernunft annimmt. Beherrschen Sie sich, Tolja. Ihr Leben steht nicht auf dem Spiel. Dann das eines meiner Kameraden. Auch das nicht. Ich selbst werde hinuntergehen. Lassen Sie mich ausreden. Kalja, Sie kennen meinen Gesundheitszustand. Es ist durchaus möglich, dass ich den Rückflug nicht überlebe. Darum geht es nicht. Es ist widersinnig, sich ohne Erfolgsaussichten für die Wissenschaft zu opfern. Die nächste Expedition in 30 Jahren wird die nötige Ausrüstung dabei haben. Ich opfere mich nicht für die Wissenschaft, das wissen Sie. Ich habe mein Leben nie nach Jahren gezählt. Für mich waren Taten und Ereignisse das Entscheidende. Ich will wissen, wie es dort unten aussieht. Ich will wissen, was aus unserer Aufklärungssonde geworden ist. Ich will wissen, was es mit jener Untiefe auf sich hatte. Das werden Sie nie erfahren. Das ist mein Risiko, nicht eures. Aber was Sie vorhaben, das ist eine Art Fahnenflucht. Sie fürchten, Ihr Ruhm als Entdecker könnte dahin sein, wenn Sie diesmal nur ein paar Mikrofilme mit chemischen und physikalischen Daten zurückbringen. Ich sagte Ihnen, ich rechne nicht mehr mit einer Rückkehr. Trotzdem ist es verantwortungslos, als Kapitän das Schiff zu verlassen. Jawohl. Ich habe keine Lust, auch noch Ihre Aufgabe zu übernehmen. Dann wird sich ein anderer finden. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich habe lang genug darüber nachgedacht. Welche technische Ausrüstung hat der Raumgleiter Rachim? Wie gesagt, er ist nur als Landungshilfe gedacht. Er hat Sprechverbindung zum Raumschiff. Wir können Infrarotscheinwerfer installieren. Bis zur Oberfläche können Sie ihn steuern, aber unter Wasser wird er nur noch nach unten gehen. Dann sind Sie in ihm gefangen. Bis wann haben Sie ihn startklar? Wenn Sie wollen, morgen früh. Also wird das Experiment morgen früh beginnen. Gehen Sie an die Arbeit, bitte. Die Druckschleuse ist evakuiert. Bei mir ist auch alles klar. Wird die Funksprechanlage stark genug sein, um euch erreichen zu können? Ja, alles noch einmal gewartet. Batterien geben 100%. Dankeschön. Ich werde die Verbindung erst in der untersten Schicht der Atmosphäre aufnehmen. Die Batterien schonen. Wir bleiben jedenfalls auf Empfang. Danke, ja. Bis später. Schleuse ist geöffnet. Ausklinken. Wie lange dauert das denn noch, bis er sich meldet? Dieses Warten ist unerträglich. Der Gleiter müsste bald unten sein. Lasst auf jeden Fall schon ein Band laufen. Wir wissen doch nicht einmal, ob überhaupt eine Verständigung möglich ist. Die ständigen elektrischen Entladungen könnten Sie unmöglich machen. Da ist er. Können Sie mich hören? Moskau 1, wir hören. Was ist? Habe den Scheinwerfer ausgeschaltet. Keine absolute Dunkelheit. Immerfort Wetterleuchten und Blitze. Wenn sie aufleuchten, sieht man Wolken. Dicht wie eine Decke. An den Rändern Lämmerwolken. Steile Wirbel an den Grenzen der Luftströme. Da. Das Meer. Nur für einen Augenblick. Lackschwarze Oberfläche, niedrige, leicht gekräuselte Wellen. Jede Bewegung macht Mühe. Sie sollten vor dem Rückflug noch einmal die Dichte nachmessen und unter allen Umständen... Pavel! Pavel Tscharuschin! Hören Sie, Pavel! Unser Empfang ist gestört. Na, noch einer, noch einer. Eben schwirrten sie vor meinen Augen und schon sind sie fort. Leuchtende Vögel, runder Kopf, dicker Rumpf, kleine flatternde Flügel wie fliegende Fische. Vielleicht sind es Fische, keine Vögel. Fantastisch anzusehen. Ich werde versuchen... Sie vergessen Ihre Positionsmeldungen. Wie weit sind Sie? Dicht über der Wasseroberfläche. Ich verlangsame noch etwas. Leite Eintauchmanöver ein. Die Verständigung ist wieder Ich bin eingetaucht. Der Raumgleiter sinkt in einer weiten Spirale, Schätzung 1 bis 2 Meter pro Sekunde. Ja. Scheinwerfer eingeschaltet. Das ist kein totes Gewässer, tausende von kleinen Fischen, wie unsere Garnelen. Dichte Schwärme, immer mehr, je tiefer ich komme. Da. Was? Ja, reden Sie doch weiter, Pavel Tscharuschin. Etwas ganz Großes, es kommt direkt auf mich zu. Nein, jetzt biegt es ab. War vorne wie ein Pottwal, aber jetzt, das ist eine leuchtende Kiellinie.
An der Seite Lichterreihen wie Bullaugen. Versuche Kontaktabnahme. Signalisiere mit Scheinwerfer. 224. 226. 224. Das ist kein Fisch. Ich hatte recht, dass ihr das nicht sehen könnt. Es hat mich offenbar bemerkt, taucht jetzt nach unten weg. Und die Verbindung ist unterbrochen. Also tun Sie doch etwas. Es liegt nicht am Empfang. Pavels Raumgleiter. Mein Gott, das ganze System ist unterbrochen. Das ist das Gleiche wie bei der Aufklärungssonde. Dann ist Charouchin jetzt... Stahl! Schalt still! Nein, es ist wieder zu Ende. Dann werden wir nie erfahren, was Charouchin erlebt hat. Ich verstehe nicht, was das war. Auch der Scheinwerfer war ausgefallen. Jetzt ist wieder alles normal. Vielleicht eine Art Strahlungsgürtel. Ja. Die nächste Expedition. Ja. Da! Was sehen Sie? Das ist der Meeresboden. Überall knorrige Wurzeln, wie Korallen oder Meerlilien, nach unten gekehrte Kelche. Was können Sie suchen? Vielleicht Wärme. Dann wären es Pflanzen ohne Licht. Man müsste die Energie der Infrarotstrahlung... Ja, aber was ist denn? Ich bin bestimmt auf dem Grund stecken geblieben. Glaube bestimmt, dass es Pflanzen sind. Da kaut ein dicker, augenloser Fisch an einem Trieb. Ein langer, dünner mit spitzen Zähnen packt den dicken, zerrt ihn nach oben. Was ist los? Irgendetwas muss den Gleiter gepackt haben. Was ist, Pavel? Er bewegt sich wieder. Kann durch die Sichtscheibe nicht erkennen, was es ist. Es geht steil abwärts. Kann leider nur in eine Richtung sehen. Immer noch dieses Gestrüpp, aber irgendwie geordnet, in Reihen nebeneinander. Ja. Ganz in der Ferne etwas Großes, mäht die Büsche ab, wie ein riesiger Mähdrescher. Gott. Bin viel zu weit davon entfernt. Ein Abgrund. Die Geschwindigkeit wird größer. Wie viele Atmosphären hält der Gleiter aus? Er dreht sich. Ein Leck wahrscheinlich. Mein Gott, wir können nichts für ihn tun. Er dreht direkt in den Abgrund. Da dringt Licht hoch, wie aus riesigen Kuppeln, ganz regelmäßig, in Reihen nebeneinander. Vielleicht Straßen und überall Kugeln, die sich schnell bewegen. Es dringt Wasser ein. Pavel! Ja, nur noch wenig Zeit. Druckanzug. Da! Pavel! Aus einer Kugel kriechen. Ja, sei ruhig! Nein! Gleiten! Das sind... Charouchin! Hallo! Charouchin, hören Sie! Melden Sie sich doch, Charouchin! Sie müssen sich... Charouchin! Aus. Nichts mehr. Wir müssen auf Empfang bleiben. Wie lange denn noch? Ist doch alles zwecklos. Es ist zu Ende. Pavel ist tot. Pavel ist tot. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Was gibt's da zu reden? Er hat es so gewollt. Wir kehren um. Macht euch fertig für Beschleunigungsflug. Aber wir können doch nicht so einfach verschwinden. Denkt daran, was Pavel gemacht hätte. Kommandant an Bordbuch. Moskau 1 beginnt Rückflug. Austritt aus Umlaufbahn X-4. In allen Bahnberechnungen steht ab jetzt für Infra B Charouchin.